Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Der Countdown läuft und die Landtagswahlen stehen vor der Tür. Am 14. Oktober müssen die bayerischen Männer und Frauen ihre Wahlzettel abgeben und sich entscheiden, wo sie ihr Kreuz machen. Und wir wollen Ihnen dabei helfen in den nächsten Tagen und Wochen, weil wir immer wieder Landtagskandidaten bei uns in der Sendung haben werden. Und heute haben wir 4 Landtagskandidaten aus dem Stimmkreis 123, 123. Das ist München Land Süd. Und ich begrüße die Sozialministerin. Das ist die Kerstin Schreier. Ich begrüße die SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen. Ich begrüße den ehemaligen Chefredakteur von Focus, Helmut Markwort. Herzlich willkommen. Und den grünen Bezirksvorsitzenden Markus Büchler. Herr Markwort, lassen Sie uns gleich mal mit einem Zitat von Ihnen anfangen. Und zwar finde ich es spannend, dass Sie gesagt haben: Ich werde mich auch sicher mit Markus Söder anlegen, weil ich es unverschämt finde, dass die CSU sagt, sie habe den Alleinvertretungsanspruch für das bürgerliche Lager. Wie haben Sie es gemeint? Ja, das ist doch eine ganz arrogante Anmaßung, wenn einer sagt, wir sind die einzig bürgerliche Partei. Es gibt viele Bürger in diesem Land, die sich von der Alleinherrschaft der CSU nicht angezogen fühlen, auch von ihrem Stil nicht, die liberal denken und liberalen fühlen. Und die müssen natürlich denken, dass sie auch eine echte Alternative sind im bürgerlichen Lager. Was würden Sie, Herr Markwort, antworten? Ich verstehe sein Problem nicht. Wir haben in Bayern seit 60 Jahren sehr gute Politik hier gemacht. Und insofern, glaube ich, muss man nicht diskutieren, wer wann wie bürgerlich ist oder nicht. Wir machen einfach alle unsere Arbeit und der Wähler entscheidet dann, was er wählen möchte. Sie sind jetzt bei 37% bei den Umfragen. Was glauben Sie denn, was passieren würde, wenn noch 2-3% Ihnen fehlen würde? Wäre dann Bayern tatsächlich bereit, eine weibliche Ministerpräsidentin zu intronieren? Ich habe den Zusammenhang noch nicht verstanden, weil der Punkt ist für mich nicht, ob weiblich oder männlich, sondern es muss die richtige Person sein, die Bayern vorwärts bringt. Markus Söder macht eine exzellente Arbeit. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, bei Umfragen hängt es immer davon ab, wann man wo wen fragt. Und wir wissen, dass die meisten auf den letzten Metern entscheiden. Ich werde bis zum 14.10. 18 Uhr alles geben, so wie alle anderen auch. Und dann entscheidet der Wähler. Aber können Sie sich grundsätzlich Ilse Aigner als Ministerpräsidentin vorstellen? Ich kann mir Männer und Frauen immer gut vorstellen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Frauen in Führungspositionen sind. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Markus Söder ein Drittel des Kabinetts weiblich besetzt hat. Das ist schon erstmal einzigartig, dass er auch den Mut hatte, das so durchzusetzen. Und er macht einen sehr guten Job. Und Frau Kohnen, was ist mit der SPD los? Ja, die kann sich eine weibliche Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin gut vorstellen. Da sind Sie aber weit von weg. Jetzt sind es 13%. Ich meine, beim letzten Mal waren es noch über 20%. Und da hat Christian Ude schon einiges einstecken müssen an Kritik. Und jetzt sind Sie bei 13%. Was ist da passiert bei der SPD? Naja, das hat sich ja jetzt auch abgezeichnet in den letzten fast schon Jahren. Die SPD ist tatsächlich in einer schwierigen Phase. Das hat auch das Bundestagswahlergebnis gezeigt. Wir müssen da jetzt gemeinsam rausgehen. Und wir in der Bayern-SPD sind wild entschlossen. Und ich denke, noch nie war eine Landtagswahl so offen, weil die CSU ja tatsächlich sehr weit weg ist von der absoluten Mehrheit und fast 2/3 der Menschen noch gar nicht entschieden haben, wen sie wählen wollen. Deswegen sind wir auch hier beieinander, um über Themen zu reden und auch Lösungsvorschläge zu bringen. Also ich sag mal, spannend, was so die nächsten 2 Monate bringen, und die SPD wird arbeiten wie irre. Ja, also schön, dass Sie da noch lächeln können, ja, weil bei minus 7% vom letzten Wahlergebnis, das ist schon schwierig. Also ich glaube beispielsweise, die Grünen haben in der letzten Landtagswahl ja auch erleben müssen, was Prognosen sind, und wups, waren sie dann x% drunter. Also ich glaube, wir sollten alle mal ganz vorsichtig sein, was Umfragen betrifft. Jetzt lasst uns alle einfach durch die Themen und durch die Vorschläge, wie wir sie jeweils lösen in den Parteien, ich sag mal in den demokratischen Parteien, wie wir die lösen. Und dann sollen die Menschen tatsächlich in der Wahlkabine entscheiden. Und dann werden wir sehen, was rauskommt. Also Herr Büchler, bei Ihnen sagt Forster 17%. Wenn man das mit dem Ergebnis von Forster vor 5 Jahren vergleicht, dann waren die ziemlich nah dran an dem, was da wirklich sich in Bayern an Ergebnissen abgespielt hat. Wollen Sie denn wirklich eine Koalition mit der CSU eingehen? Ist das jetzt klar für die Grünen?
Nein, das ist in keinster Weise klar. Also mit der CSU, wie sie sich momentan aufstellt und mit der CSU unter einem Markus Söder, wie er sich in den letzten Wochen und Monaten gezeigt hat, kann ich persönlich mir das überhaupt nicht vorstellen. Da müsste schon sehr viel passieren. Ich glaube, die spannendere Frage momentan ist ja eher die, warum wahrscheinlich auch die Grünen stark zugelegt haben. Das ist, dass die Leute echte, sachliche Lösungen für die wirklichen Probleme bekommen möchten. Und das sind Verkehrsprobleme, das sind Wohnungsprobleme und das sind die Klimaschutzprobleme. Das sind die Fragen und die wollen wir anpacken. Und deswegen hat es uns nach oben gezogen. Die spannendere Frage ist, glaube ich, momentan weniger die, ob wir mit der CSU wollen oder nicht, sondern eher die, ob es vielleicht jenseits der CSU eine Koalitionsmöglichkeit gibt. Das müssen Sie erklären. Wie ist das zu verstehen? Naja, mit der AfD werden Sie ja wohl nicht koalieren. Nein, wollen. Das natürlich nicht. Nein. Aber wie ja schon eben gesagt wurde, der Wahlkampf beginnt ja erst richtig und ist noch lang. Und bis zum 14. Oktober werden alle Parteien alles geben. Die Wählerschaft ist volatil, veränderlich wie noch nie, sagen die Demoskopen. Und da werden wir mal sehen, was noch passiert und was noch kommt. Wie ist denn da die Stimmung bei der FDP? Also wenn man sich also jetzt mal an den Umfragen in den letzten orientiert, dann würde das ja mit der FDP und der CSU gar nicht reichen. Das hängt davon ab, wie schwach die CSU wird und wie stark die FDP. Und im Übrigen weise ich darauf hin, dass auch die Briefwahl noch stattfindet, weil alle immer vom 14. Oktober reden und von der Urne. Also wir wissen, dass etwa 40% der Leute schon Briefwahl ausfüllen. Ich finde aber seinen Gedanken interessant mit der Koalition um die CSU herum. Da wäre vielleicht die Frau Kohn Kanzlerkandidatin oder jemand von den Grünen. Da müssten wir mal eine Rechnung aufmachen, ja, wie man die CSU einkreisen könnte. Auf jeden Fall ist es für die FDP sinnvoller, wie für jede Partei, denke ich, zu regieren, statt zu opponieren. Opponieren ist auch schön, aber regieren, gestalten ist erstrebenswert. Das würden wir, wenn wir genug freiheitlichen Einfluss hätten, mit der CSU tun. Aber in der anderen Konstellation, wenn die Wähler das so hinkriegen, wäre das auch spannend. Frau Schreier, wie ist da so bei Ihnen so die Stimmung? Wo tendieren Sie so hin, wenn Sie hier so in die Runde gucken? Also für mich ist erstmal wichtig, dass wir alles geben, um möglichst viele Stimmen zu holen. Und so sehr ich mit den aktuellen Umfragen natürlich nicht zufrieden sein kann, muss man immer noch sehen, jede andere Partei wäre Gott froh, wenn sie nur in den Hauch der Nähe von diesen Umfragewerten käme. Und natürlich muss unser Ziel sein, dass wir es trotzdem wieder alleine schaffen. Und wenn das nicht so ist, werden wir sehen, wie sich es additiv zusammenfügt. Natürlicher Partner wäre entweder natürlich eine FDP oder die Freien Wähler, aber der allernatürlichste Partner sind wir selber. Ja, das haben Sie mit 45% auch schon gesagt. Also jetzt sind Sie bei 37%. Sehr mutig, dass Sie immer noch von der Alleinregierung sprechen, aber man wird sehen. Ich habe den Luxus, dass wir eine Fraktion darstellen, die so vielfältig ist, dass wir so unterschiedliche Strömungen abbilden, dass ich weiß, dass wir in der Debattenlage durchaus auch zu sehr guten Ergebnissen kommen können. Okay, dann lassen Sie uns über Inhalte sprechen. Ist ja nicht unwichtig in einer solchen Diskussionsrunde. Und wir hier in München wissen, dass der Wohnungsmarkt uns stark belastet. Also wer in München eine Wohnung haben möchte, der braucht mindestens zwei Dinge. Er braucht einen sehr lukrativen Job, wo er viel Geld verdient, und einen langen Atem, um überhaupt eine Wohnung zu finden. Aber es ist auf der anderen Seite, für München wird es nicht möglich sein, dieses Problem alleine zu lösen. Und Sie sind ja alle Kandidaten aus dem Umland. Und jetzt frage ich Sie, Frau Schreier, inwieweit sind Sie denn aus dem Umland bereit zu helfen? Wollen Sie helfen? Können Sie helfen? Und wenn ja, wie würden Sie denn helfen? Also die Kommunen sind ja originär zuständig und die Kommunen im Landkreis München haben ja entsprechend auch versucht, wirklich nachzuverdichten. Die Wahrheit ist aber auch, dass der Druck auf München und das ganze Umland so groß ist, weil viele Menschen hierher kommen, weil sie hier ihre berufliche Perspektive auch sehen. Und natürlich muss man dann auch sehen, wo kann der Freistaat helfen? Das neue Kabinett hat ja ein eigenes Ministerium für Bau und Verkehr mit einer Routinier wie Ilse Aigner auch bewusst gebastelt, damit man eben dort auch noch mal schauen kann, wo schieben wir an. Wir bauen ja in München jetzt noch mal als Freistaatwohnungen, um auch gerade für Menschen wie Erzieherinnen einen Platz zu generieren, wo sie wirklich auch Wohnungen mieten können. Aber die Kommunen sind schon originär zuständig. Viele von uns sind ja auch in Gemeinderäten oder Kreisräten. Und deswegen haben wir da ja auch von Wohnungsgenossenschaften bis allem Möglichen, damit man da wirklich von allen Seiten anschieben kann. Der Freistaat tut aber seinen Teil natürlich da auch. Aber sagen Sie den Leuten in Ihrem Wahlkreis, ja, wir müssen München helfen und deshalb müssen wir Bauland zur Verfügung stellen und wir müssen hier Wohnungen bauen, damit dieses Problem in irgendeiner Weise einer Lösung zugeführt wird.
Ich glaube, dass ich erstens nicht das Recht habe, den Kommunen vorzuschreiben, wie sie ihre Bauplanung machen, sondern wir müssen schauen, wo können wir nachverdichten. Wir müssen aber auch schauen, wie können wir ländlichen Raum ertüchtigen, damit die Menschen nicht alle nach München kommen. Das sind, glaube ich, viele, viele Dinge, die zusammenspielen. Bauen allein wird nicht helfen. Frau Kohnen, das haben Sie ja auch zu einem Ihrer Top-Themen ernannt, das Wohnungsthema. Wie wollen Sie denn München helfen? Wollen Sie München helfen, beziehungsweise können Sie München helfen? Und gerade auch in Ihrem Wahlkreis, würden Sie Ihren Wählern sagen, wir müssen da was tun, wir müssen Bauland zur Verfügung stellen? Also abgesehen davon, da muss ich widersprechen, der Frau Schreier, es ist nicht originär die Verantwortung der Kommunen, sondern in der Bayerischen Verfassung steht, die Kommunen und das Land müssen Wohnraum schaffen. Und das Land hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten schlichtweg total zurückgezogen, nicht gebaut als eigene Wohnbaugesellschaft. Eine staatliche gibt es nicht. Die wurde jetzt gerade mal gegründet, wie die Not erkannt wurde. Und das ist ein Riesenfehler. Deswegen muss das Land jetzt volles Rohr einsteigen. Und der Staat muss erst mal klären, wo sind denn die Flächen? Man muss sich das vorstellen, der Freistaat hat nicht mal einen Überblick darüber, welche Flächen er besitzt, die bebaubar sind. Und wenn Sie meinen Wahlkreis ansprechen, im Münchner Süden, natürlich muss der mithelfen, aber ich bin ja jetzt auch im Landtag und das heißt, wir müssen erstmal wissen, die staatlichen Flächen, welche sind da, welche können wir den Kommunen zu günstigen Bedingungen geben, damit die dort bauen können, wo kann der Freistaat selber bauen, dann müssen wir die Befugnisse dem Landkreis geben, Landkreis München in dem Fall, dass der auch volles Rohr bauen kann, aber dann kommt noch ein zweiter Punkt hinzu, in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat der Freistaat auch es im Prinzip versäumt und unterlassen, die ländlichen Regionen so auszurüsten mit Internet, mit wirklich genügend Schulen, mit dem entsprechenden öffentlichen Personennahverkehr, sodass die Menschen auch in den ländlichen Räumen attraktiv mit Unternehmen dort ihre Arbeit finden, ihre Heimat finden. Und dadurch ist alles zu uns rutschen gekommen. Und München hat einen Wachstumsdruck bekommen, mit dem München alleine gar nicht klarkommen kann. Da kann der Reiter machen, was er will. Der braucht die Hilfe von Stadt, er selber, Land, Bund. Hier müssen jetzt alle ran und eben auch der Landkreis. Was würden Sie denn, Herr Markwort, erwarten von der Stadt München, wenn jetzt im Landkreis gebaut werden soll? Was müsste München leisten, um das für das Umland attraktiv zu machen? München muss schneller werden. Die Leute wollen nicht nur wohnen, die wollen auch bauen. Ich habe eine Umfrage gelesen in einem Hamburger Magazin. 84% der Deutschen träumen von der eigenen Immobilie. Und da kann es nicht sein, dass die Lokalbaukommission in München unterbesetzt ist. Im Übrigen möchte ich aber doch die Frau Kohn daran erinnern, welche Todsünden die Sozialdemokraten in München begangen haben. Als älterer Mensch kann ich mich gut erinnern, wie der unselige Kronawitter mit wirtschaftlicher Blindheit geschlagen, das Hochbauen verboten hat durch eine dämliche Volksabstimmung. Der Mieteranwalt Ude hat es weitergeführt. Das sind große Versäumnisse. Das muss jetzt nachgeholt werden. Aber grundsätzlich ist ja das Wohnungsproblem ein Problem im Ballungsraum. München, ja, unser Stimmkreis in München Süd, da ballt sich alles zusammen. Ich kenne große Bezirke in Oberfranken, wo ich aufgewachsen bin. Da können Sie für einen Apfel und ein ganzes Dorf kaufen. Da sind die Leute leer. Also müssen wir was tun, um die Ballungsräume zu entlasten, Behörden verlagern, Digitalisierung, diese Gegenden von Bayern unbedingt fördern, damit nicht der ganze Druck auf München steht. Aber entscheidend ist in München die Schnelligkeit. Mir erzählen Architekten und Anwälte, wie sie kämpfen, bis sie eine Baugenehmigung haben. Da muss die Lokalbaukommission von mir aus verdoppelt werden. Da muss umgeschichtet werden an Beamten, damit das schneller geht. Die Leute wollen ein Häusle bauen und wollen sich daran freuen. Und diese Freude wird ihnen genommen, die müssen wir ihnen wiedergeben. Herr Büchler, wie sind eigentlich die Grünen? Sind die Grünen der Meinung, dass diese Metropolregion, in der wir uns ja hier befinden, München und um München herum, dass das entlastet werden kann? Und wenn, haben die Grünen da ein Konzept? Inwieweit wollen sie dann aber auch diesen ländlichen Raum davor schützen, dass er zugebaut wird? Ja, selbstverständlich gibt es da Lösungen. Also, ich glaube, zunächst, es bringt nicht viel, Stadt und Landkreis gegeneinander auszuspielen und zu sagen, wer muss mehr machen oder so. Auf beiden Seiten wird einiges getan. Es geht aber nicht nur darum, dass irgendwas gebaut wird, sondern es kommt darauf an, was gebaut wird. Bei uns fehlen sehr, sehr viele Sozialwohnungen und Wohnungen im bezahlbaren, im unteren preislichen Segment. Und die brauchen wir nicht nur in der Stadt München, sondern eben auch im Umland, überall flächendeckend letztendlich. Das, was die Metropolregion stark entlasten kann, das wäre eine wesentlich bessere Verkehrsinfrastruktur, insbesondere im Hinblick auf die öffentlichen Verkehrsmittel, sodass die Menschen leichter
und schneller zu ihrem Arbeitsplatz oder zu ihrem Ausbildungsplatz kommen können und dort und nicht unbedingt zwingend immer in München dazu sich aufhalten und wohnen müssen. Das könnte sehr stark entlasten. Und sowohl beim Wohnungsbau, speziell beim sozialen Wohnungsbau, Bau bezahlbarer Wohnungen, als eben auch beim Bau von Infrastruktur ist in den letzten Jahrzehnten aufgrund der Untätigkeit der bayerischen Staatsregierung leider sehr, sehr wenig passiert und viel Zeit verloren und viel versäumt worden. Diesen Vorwurf müssen Sie sich immer wieder anhören, dass da viel versäumt wurde. Ich meine, Sie sind nun auch seit vielen Jahrzehnten für diese Entwicklung verantwortlich. Und dem können Sie ja nicht ausweichen, diesem Vorwurf, dass da im Laufe der Jahrzehnte die Übersicht auch gefehlt hat, was sich hier in diesem Ballungsraum sozusagen entwickelt hat. Also wenn ein Vorwurf öfter wiederholt wird, wird er ja nicht wahrer, bloß durch die Wiederholung an sich. Also es ist schon relativ klar, wenn man schaut, wie München geboomt hat, allein vom Zuzug, von all den Dingen, da kann man politisch auch nur an manchen Stellen begrenzt was machen. Jeder, der meint, er hätte das anders handhaben können, der, glaube ich, hat die Dimension dessen, was sich da getan hat, auch noch nicht gesehen. Das hat ja mehrere Ebenen. Das hat schon allein die Ebene vor vielen Jahren, wenn dann erzählt wurde in München, man schaut, dass man zum Beispiel keine Parkplätze baut, man macht es möglichst unattraktiv, dass man nicht reinfährt. Das sind alles so Botschaften, die helfen ja nicht, weil es nicht so ist, dass jeder automatisch mit der S-Bahn fährt. S-Bahn zweite Stammstrecke machen wir, waren aber Klagen da. Wissen Sie auch, dass man dort an vielen Stellen gar nicht weitergekommen ist, weil eben Klagen waren. Also es ist ja nicht so, dass man manches nicht machen wollte, sondern es hat ja auch Hürden, die da sind. Und ich denke, wir kommen da schon gut voran, aber es ist auch viel zu tun, keine Frage. Sie können das natürlich jetzt der Staatsregierung immer wieder vorwerfen, dass sie geschlafen hat. Aber was sind denn Ihre Konzepte jetzt, um das zu verändern? Naja, es gibt, ich sage immer, ich bin Naturwissenschaftlerin, man kann die Mosaiksteine einfach schlichtweg zusammensetzen. Geht tatsächlich nichts von heute auf morgen, weil es eine gigantische Herausforderung ist, vor der wir stehen. Aber erstens muss der Freistaat klar ermitteln, welche Flächen habe ich. Dann muss er entscheiden, welche Flächen bebaut er selber mit einer Wohnbaugesellschaft, die echt Gas gibt. Und da reicht es eben nicht, dass man 0,6 Wohnungen pro Jahr pro Kommune baut, so wie es der Ministerpräsident vorhat, sondern wir haben auch mit der Wohnungswirtschaft sehr klar ermittelt, 5.000 bezahlbare Wohnungen pro Jahr sind machbar auf diesen staatlichen Flächen. Die Flächen, die der Staat sonst noch hat. Das war die Verkehrsfrage vorhin. Nein, es geht um den sozialen Wohnungsbau, es geht um den bezahlbaren Wohnraum. Und da geht 5.000 Wohnungen pro Jahr sind machbar mit einer staatlichen Wohnbaugesellschaft auf die staatlichen Flächen. Die Flächen, die übrig bleiben bei den staatlichen, müssen den Kommunen zur Verfügung gestellt werden, zu günstigeren Bedingungen. Dann müssen die Landkreise ermächtigt werden, auch komplett zu bauen und schließlich die Genossenschaften in ein eigenes Förderprogramm aufgenommen werden. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich die ganze komplette Kraft hineinstecken, damit wir diese Mosaiksteine richtig zusammensetzen und volle Kraft erstmal bezahlbaren Wohnraum. Ja, weil die oberen 10.000, die haben nicht das Problem, sage ich jetzt mal, sondern es geht ja inzwischen darum, dass sogar schon in der Mittelschicht, egal wo man hinkommt, in welche Kneipen oder sonst wo, da sprechen Familien darüber, dass sie sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Das ist kein Problem mehr von sozusagen geringen Einkommen, sondern das geht wirklich schon in die höheren Einkommen hinein. So wie Sie es jetzt beschreiben, das muss jetzt alles angeworfen werden soll und gebaut werden soll. Aber was sagen Sie eigentlich den Münchnern und die im Umland leben, die sagen, stopp, das wird uns alles zu viel, versucht das mal irgendwie zu bremsen, das Ganze? Ja, wenn die Entwicklung so weiterlaufen würde, dass wir nicht bezahlbaren Wohnraum schaffen, dann kommt es dazu, dass Familien irgendwann, und das sehen wir an Städten wie Paris zum Beispiel, da wohnen in der Stadt kaum mehr Familien, weil die über 40, 50 Kilometer weiter wegziehen müssen. Also im Prinzip würde es dann dahin laufen, dass immer mehr sehr Reiche in der Stadt wohnen und alle anderen verdrängen. Und wir brauchen die wirklich eine gute Durchmischung, damit wir auch, sag ich mal, zusammenleben. Und wir brauchen aber auch, und das geht, kreatives Bauen. Beispielsweise, wir haben ja versiegelte Flächen wie Parkplätze. Und da kann man mit der sogenannten Pfahlbauweise Wohnungen drüber setzen. Man kann auch zum Beispiel Kitas auf Parkhäuser obendrauf setzen. Das wurde jetzt in Nürnberg gemacht. Die heißt Wolke 10, diese Kita, die ist im 10. Stock eines Parkhauses. Wir können auf den Hochschulen auch noch mal aufstocken, wo es statisch möglich ist. Also man muss richtig auch kreativ jetzt bauen. Herr Markwort, sehen Sie auch die Gefahr für München, dass München sich so wie London oder Paris entwickeln könnte, dass eben wirklich also der Feuerwehrmann und die Krankenschwester einfach hier die Mieten nicht mehr bezahlen können und dadurch eben diese langen Anfahrtswege entstehen auch? Ja, das ist schon richtig. Aber was die Frau Kohn sagt mit dem Draufbauen, das wird ja auch von den Behörden erschwert.
Es gibt ja nicht nur 10.000 reiche Leute. Es gibt viele Leute, die haben ein Eigenheim, die haben ein Reihenhaus und würden gern draufstocken. Gewinnen sie 40, 50 Quadratmeter dazu. Ein riesen Umstand. In meinem eigenen Haus darf ich nicht draufbauen, ohne dass ich riesige Genehmigungen beantragen muss. Und außerdem habe ich auch festgestellt, dass der soziale Wohnungsbau von privaten Leuten verfolgt wird. Ich kenne Leute, die sagen, die haben ein Pflegeheim in München, können die Fälle auch nennen. Für meine Pfleger baue ich ein Heim, da können die für 7-8 Quadratmeter wohnen. Und dann kommt die Finanzverwaltung des Bayerischen Staates und sagt, ihr vermietet ja hier unter der ortsüblichen Miete, das müsst ihr geldwert versteuern. Das finde ich ein Skandal. Privater sozialer Wohnungsbau muss genauso gefördert werden. Ich kenne x Beispiele dafür. Ich werde damit auch in den Wahlkampf ziehen, wo sogar die Erben dann hinterher, jemand ist gestorben, hat die Miete nicht erhöht, weil er nett zu seinen Mietern war, und muss hinterher der Erbe versteuern, was die Leute angeblich zu wenig an Miete genommen haben. Das gibt es auch und das finde ich nicht in Ordnung. Aber der private soziale Wohnungsbau, den hat ja Schwarz-Gelb auf Bundesebene abgeschafft. Das war die Wohnungsgemeinnützigkeit, die bis zur Wiedervereinigung existiert hat und die wir als Grüne gerne wieder einführen wollen. Das ist jetzt zwar ein bundespolitisches Thema und kein landespolitisches, aber ich glaube, der Aspekt passt hier sehr gut. Die ganzen genannten Beispiele, wie man kreativ Wohnungen schaffen kann und Wohnraum schaffen kann, die finde ich alle sehr gut. Aber ich glaube, wir müssen grundsätzlich herangehen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen richtig setzen. Es muss sich lohnen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und dort auch Geld zu investieren. Und zum Beispiel eben über das Mittel der Wohnungsgemeinnützigkeit, die man wieder einführen könnte. Und es sind jetzt Negativbeispiele genannt worden aus dem Ausland. Wenn ich vielleicht noch ein positives Beispiel anführen darf, schauen wir doch mal nach Wien. Genau, Sie haben es erraten. Wenn wir nach Wien schauen, dort sind die Mieten ein Bruchteil von dem in München. Wien hat eine wesentlich höhere Bevölkerungsdichte, um auf Ihre Frage zu antworten. Wenn Leute sagen, es wird hier zu voll, in Wien leben viel, viel mehr Menschen auf einer bestimmten Fläche. Und gleichzeitig ist die Lebensqualität dort nach den allgemeinen Indizes wesentlich höher als in München. Wien ist jetzt wieder neu zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt worden. Dort sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen eben so gesetzt, dass sich sozialer Wohnungsbau lohnt, dass sich die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum im unteren Preissegment für alle Bevölkerungsschichten lohnt. Die öffentliche Hand investiert sehr viel Geld in den Wohnungsbau, was wir Jahrzehnte vernachlässigt haben. Und kleiner Nebensatz, letzter Satz, man hat eben, um die Lebensqualität zu erhöhen, auch eine Verkehrswende organisiert und auf öffentliche Verkehrsmittel gesetzt. Also, dass das ein Problem ist, was wir nicht heute oder morgen hundertprozentig lösen können, ist klar. Wir gehen jetzt in die Werbung und wenn wir zurückkommen, unterhalten wir uns über das bayerische Familiengeld, was jetzt verteilt wird in Bayern, 6 Wochen vor der Wahl. Ja, seit neuestem soll es jetzt also kein Betreuungsgeld und kein Landeserziehungsgeld mehr geben, sondern die Eltern sollen das Familiengeld jetzt bekommen für 1- bis 2-jährige Kinder. Und dann ist es auch egal, wie die Kinder betreut werden. Die Kindergärten bleiben gebührenpflichtig. Und Frau Kohnen, warum muss das neue bayerische Familiengeld auf Sozialleistungen angerechnet werden? Warum sind Sie der Meinung, dass es sozusagen bei Hartz IV sozusagen abgezogen werden muss und dass die Leute das nicht on top draufkriegen dürfen? Das ist Bundesrecht. Also das geht nicht darum, ob ich das meine oder nicht, sondern das ist eine Bundesgesetzgebung, die Bundesregierung ja schon seit längerem erlassen hat. Und es wird dann nicht auf Hartz IV angerechnet, wenn es zu einem Zweck da ist, wie beispielsweise beim Landeserziehungsgeld. Da bekommen Sie, wenn Sie Erziehungszeiten haben, für den Ausfall dieser Zeit, wo Sie nicht arbeiten, bekommen Sie Landeserziehungsgeld. Das ist zweckgebunden. Dieses bayerische Familiengeld wird ja jetzt einfach verteilt, sozusagen. Ist überhaupt nicht zweckgebunden. Und deswegen greift da das Bundesrecht. Und da hatte ich, nachdem das der Ministerpräsident verkündet hatte, dass er das verteilen will kurz vor der Wahl, hatte ich als erstes den Arbeitsminister Hubertus Heil angerufen und habe gefragt, wie ist das denn? Wird das angerechnet? Und der hat bereits im April zu mir gesagt, ja klar, das ist Bundesgesetzgebung, das wird wohl angerechnet werden müssen. Und das hat die Prüfung ja jetzt auch ergeben. Also insofern greift dieses Nicht-Anrechnen beim Familiengeld nicht.
gleich. Und das halte ich für extrem schwierig. Und deswegen wundere ich mich nur, dass man sich jetzt im Sozialministerium nicht früher miteinander unterhält. Landesministerium mit Bundesministerium, beide sitzen auch noch CSU, CDU, SPD in einer Bundesregierung. Da muss man drüber reden und da muss man es lösen. Und die Lösung kann im Prinzip zum Beispiel lauten, dass man zurückgeht zum Landeserziehungsgeld, dass dieses Familiengeld, dieses bayerische Familiengeld, das ist ja auch nicht mal sozial gesteuert. Ein Topmanager kriegt es, einer, der wahnsinnig viel verdient, kriegt es. Da ist ja null Steuerung drin. Das wird jetzt einfach sozusagen übers Land gegeben. Ist schön, wenn Sie einen Ein- oder Zweijährigen haben. Die Eltern der Drei-, Vier-, Fünf-, Sechsjährigen werden sich fragen, was ist mit mir? Die kriegen gar nichts. Also das halte ich für ungesteuert. Ja, also Frau Schreier, Sie sind der Meinung, dass das völlig okay ist, dass dieses Geld verteilt werden kann, obwohl eben der Bundesminister anderer Meinung ist. Was natürlich jetzt passieren könnte, ist, dass dieses Geld verteilt wird und dann wird gerichtlich entschieden, dass das eben gar nicht geht. Und dann müssten die Eltern das zurückzahlen. Ist denn dieses Risiko, was Sie da eingehen, die Sache wert? Also es rentiert sich vielleicht erst nochmal die Fakten herzuholen. Wir haben in der Regierungserklärung, hat der Ministerpräsident im April und wir im Kabinett im Mai klar gesagt, wir bauen ein Familiengeld, das anrechnungsfrei ist. Wir haben es identisch wie das Landeserziehungsgeld aufgebaut, weil es dann anrechnungsfrei ist. Und wieder erwartend haben alle Juristen im Sozialministerium, in der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit und im Bund der Krankenkassen gesagt, das ist definitiv anrechnungsfrei. Das habe ich auch schriftlich bekommen. Deswegen sind wir auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass irgendwer das anders interpretieren kann, weil es eindeutig ist, es ist anrechnungsfrei. Daraufhin haben wir dann auch gesagt, wenn das anrechnungsfrei ist, kann es wirklich auch jede Familie bekommen. Es wurde im Juli ja im Landtag beschlossen und wir erhalten dann am 10. August, nachdem das Gesetz bereits seit 1. August läuft, ein Schreiben aus Berlin, dass man es doch anders sieht und die Regionaldirektion wird dann angewiesen, dass sie es jetzt anders zu interpretieren hat. Mein Fehler, ich habe zwei Fehler an der Stelle gemacht, das mag ich ja deutlich sagen. Mein Fehler war der, dass ich davon ausgegangen bin, dass ein Bundessozialminister wirklich auch die Dinge so auslegt, wie sie offensichtlich von allen anderen Juristen auch ausgelegt werden, nämlich sozial. Das geht und wir haben die Rechtsauffassung sehr klar über alle Juristen hinweg, dass es wirklich geht, dass es anrechnungsfrei bleibt. Und das Zweite ist das, ich wäre schon bei einem SPD-Minister erst recht nicht auf die Idee gekommen, dass er das so lange so eng fasst, bis endlich rauskommen könnte, dass man es den Schwachen nimmt. Wir werden mit ganzer Klarheit da auch bleiben, denn wenn all diese Ebenen, die relevanten Ebenen sagen, das ist anrechnungsfrei, dann werden wir das auch anrechnungsfrei ausbezahlen. Und dann muss halt gegebenenfalls ein Gericht auch entscheiden, ob das wir an der Rechtsauffassung richtig liegen. Das ist halt so in einer Demokratie, dass es auch verschiedene Rechtsauffassungen geben kann. Klar. Uns war wichtig, jeder Familie das Geld auszuzahlen, möglichst unbürokratisch. Es muss kein Antrag gestellt werden, es bekommt einfach jeder. Und so stelle ich mir Familienpolitik vor. Ja, klar, aber wenn Sie rechtlich das sich nicht hundertprozentig sicher sind und dieses Geld verteilen, und ein Gericht dann entscheidet, das war nicht rechtens. Ich bin mir ja rechtlich sicher. Aber der Bundesminister ist ja nun auch eine Persönlichkeit, der man also Gehör schenken muss. Mhm. Und wenn der sagt, es ist eben rechtlich nicht einwandfrei, dann laufen Sie doch die Gefahr, dass diese Leute, die das Geld gekriegt haben und das dann ausgegeben haben, es wieder zurückzahlen müssen. Und das werden viele nicht können. Wie wollen Sie denn diesen Fall dann lösen? Wissen Sie, wenn wir im April und Mai die Beschlüsse fassen und der Bundesminister am 10. August erst auf die Idee kommt, eine andere Rechtsauffassung als alle anderen zu haben, dann muss ich Ihnen ehrlich sagen, ist das sehr verwunderlich. Wir gehen davon aus, dass es rechtens ist, dass es anrechnungsfrei ist und deswegen werden wir diese Rechtsmeinung auch vertreten. Weil es, wie gesagt, das ganze Ministerium, alle Regionaldirektionen der Bundesagentur für Arbeit, das Gesundheitsministerium, der Bund der Krankenkassen, alle sind der gleichen Auffassung. Deswegen muss ich Ihnen ehrlich sagen, man kann natürlich lang genug suchen, bis man endlich jemand findet, der anderer Auffassung ist, oder man macht es halt einfach dann auch. Wir erleben hier ein groteskes Schauspiel der beiden Koalitionspartner. Das erste ist mal dieser Söder'sche Gießkanne, dass das Geld 4 Wochen vor der Wahl überall hingeschüttet wird. Ich kenne wohlhabende Leute, die sagen, ich habe einen Brief bekommen, ich kriege 250, 300 Euro für meine Kinder. Und dann kommt ausgerechnet die SPD, die Schutzmacht der kleinen Leute, und sagt, das muss weggenommen werden. Das ist natürlich eine traurige Rolle und ich kann das juristisch nicht beurteilen. Aber eins ist klar, auf beiden Seiten sind Juristen. Und Juristen können Paragraphen auslegen, so oder so. Und das ist für die CSU eine verschwenderische Sache, für die SPD aber bitter, dass sie dafür kämpft, dass die kleinen Leute
die Schlechtergestellten das Geld vielleicht zurückgeben müssen und die Wohlhabenden können es einstecken. Das ist ein schiefgegangenes Geschenk. Ich glaube, das wird beim Bundesverfassungsgericht enden, weil natürlich die Juristen in beiden Lagern das hartnäckig unterschiedlich sehen. Da haben Sie jetzt diese soziale Anfeindung aus diesem Thema bekommen. Nein, das ist, also ich finde es ein bisschen grotesk, weil gerade bei diesem sogenannten Betreuungsgeld hat die CSU darauf bestanden, dass es ja bei Hartz IV angerechnet wird, dass die nicht irgendwas anhäufen können, damit nicht der Anreiz zur Arbeit verloren geht, wo wir auch gesagt haben, hey, es gibt eine Lösung und die heißt Landeserziehungsgeld. Ja, also die, was ich einfach nicht verstehe, das überlegt sich nicht ein Bundesminister auf der höchsten Ebene, das ist wirklich Quatsch, sondern es wundert mich einfach, dass die Sozialministerin von Bayern nicht mit dem Bundessozialminister, Arbeitsminister spricht. Meine Güte, das kann man gemeinsam besprechen. Ich selbst habe ihm geschrieben im April, weil wir uns die Frage als allererstes gestellt haben als SPD in Bayern, wie sieht es denn mit der Anrechenbarkeit aus? Und da war sofort die klare Antwort, die ich auch schriftlich habe, ja, das ist nach der Gesetzgebung anrechnungsnotwendig sozusagen. Und dann habe ich gesagt, wie kann die Lösung aussehen? Ja, die Lösung kann aussehen, dass man in ein Landeserziehungsgeld, wo eine klare Zweckgebundenheit da ist. Haben die Grünen sich in irgendeiner Weise da positioniert? Ja, natürlich. Selbst wenn es anrechnungsfrei wäre, ist es in meinen Augen keine gute Familienpolitik. Denn wir können das Geld ja als Land nur einmal ausgeben. Und ich sehe das Geld für Familien an einer anderen Stelle wesentlich besser aufgehoben, nämlich bei einem umfassenden Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen. Dort haben wir ein riesengroßes Defizit, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern. Und dass man jetzt hier das Geld an die Familien ausschüttet, das ist meines Erachtens noch so ein Festhalten an ideologischen Vorstellungen, dass man die Familie peppeln muss, anstatt den wirklichen Bedarfen, die die Familien im echten Leben haben, entgegenzukommen, nämlich die Kindertagesstätten auszubauen, flexiblere Betreuungszeiten zu ermöglichen, mehr Personal in den Kinderbetreuungseinrichtungen vorzuhalten und dort zu investieren. Es gab ja jetzt im Zuge dieser Debatte auch eine Umfrage vom DIW, das gezeigt hat, dass relativ, ich glaube, unter 20% dieses neue Familiengeld gut finden und 50% oder gar bei den betroffenen Jahrgängen, ich glaube 20- bis 40-Jährigen, wünschen sich sogar über 50% stattdessen lieber einen Ausbau dieser Infrastruktur. Ja, da würde ich gerne mal darauf sagen, also mein Ansprechpartner ist die Regierung, ist die Regionaldirektion der Bundesagentur, deswegen haben wir es auch mit denen geklärt, die Anrechenbarkeit. Ich hatte die Alternative, ein Bürokratiemonster aufzubauen, indem wir per Antragswesen überprüfen, wer kriegt wann was. Und ich habe mich entschieden, nicht in die Bürokratie, sondern in die Familien zu investieren mit dem Geld. Das kann man gut oder schlecht finden. Beim Landeserziehungsgeld finde ich es deswegen so spannend, dass die SPD jetzt plötzlich dafür ist. Denn im letzten Antrag, wo wir gesagt haben, wir wollen die Einkommensgrenzen erhöhen im Landtag, hat sie sich überall enthalten, die Grünen dagegen gestimmt. Also es ist spannend, wofür jetzt plötzlich das Landeserziehungsgeld herhalten soll, was vorher nämlich gar nicht so schön war. Also das ist Argumentationsverschiebung. Die ist schon spannend an der Stelle. Aber dass das Geld eben auch an den Mittelstand und an die Top-Verdiener eben geht. Die Alternative ist ein Bürokratieaufbau, dass ich bei jedem wieder einzeln runterprüfe. Ja, und das will ich nicht. Oder Sie sagen eben, Kitas und Kindergärten werden, da stecken wir das Geld rein. Machen wir ja zusätzlich. Also wir machen ja beides. Der einen Seite, dass wir zum Beispiel sagen, wir wollen nochmal einen zusätzlichen qualifizierten Schoß in die Gruppen, indem wir bei Tagesmüttern nochmal mit weiter einbauen. Wir wollen 2000 Tagesmütter dazu haben, damit wir das, was der Kollege Büchler sagt, flexibler werden können in Hohl- und Bringzeiten, damit wir der Lebenswirklichkeit auch stärker gerecht werden für Alleinerziehende, genauso wie für Schichtarbeiter, zu sagen, man kann eher bringen, man kann später holen. Also diese Flexibilität ist ja den Familien sehr, sehr wichtig. Ja. Aber ich kann beides tun. Ich kann flexiblere Öffnungszeiten machen, ich kann in Kita investieren, ich kann aber auf der anderen Seite auch den Familien Geld geben und sagen, ihr könnt entscheiden, wollt ihr es dann in die Kita investieren oder in was anderes. Und ich stelle es mir so vor, dass Politik nicht das Recht hat zu werten, wie Familie sich entscheidet, wie sie lebt, sondern wir müssen den Rahmen bilden. Und das machen wir sowohl im Ausbau als auch in der finanziellen Unterstützung. Wir machen einfach beides. Aber im Sozialbericht, im Bayerischen Sozialbericht des Sozialministeriums kommt klipp und klar, 2/3 der Familien in Bayern
finden die Familienpolitik nicht gut in puncto Vereinbarkeit, dass die einfach Job und Familie unter einen Hut kriegen. Die haben keine Wahlfreiheit. In München müssen beide Partner arbeiten, weil es unglaublich teuer ist. Und auch die Alleinerziehenden, die haben nicht die klasse tolle Wahlfreiheit, sondern die brauchen die Infrastruktur. Das heißt, ja, aber deswegen ist, dass die Wohlhabenden das Geld behalten können. Das ist das Einzige, was ich kenne. Und die armen Leute, für die ihr kämpft, die müssen zittern, ob es ihnen auf Hartz IV angerechnet wird. Ja, aber das kann man ja eben, wie gesagt, stellen mit aller Kraft, die ich habe. Aber deswegen sagen wir einmal, wenn man sowas lösen will, dann gibt es eine Lösung und die heißt Landeserziehungsgeld, was man jetzt gestrichen hat. Da hätten übrigens auch die das älteren Kinder... Das ist nicht gestrichen, hätten, es wird weiterentwickelt ins Familiengeld. Die schon dabei bleiben, wie es ist. Das na, Landeserziehungsgeld die, wird auch weiterhin so bezahlt. Entschuldigung, für die, aber die 3, 4, 5, 6-Jährigen kriegen nichts mehr. Fakt. Okay, an dieser Stelle, kostenfreie an dieser Kita wäre aber die einen Lösung. Themenwechsel, weil wir nämlich noch das Einwanderungsrecht kurz besprechen wollen. Und da wollen Sie ja, wir nennen das, die SPD nennt das Spurenwechsel. Und da wollen Sie also abgelehnte und geduldete Asylanten, die integriert sind, die Möglichkeit geben, weiter bei uns beschäftigt zu bleiben und nicht abgeschoben zu werden. Frau Schreier, weisen wir im Moment die falschen Leute aus sehen gar nicht, was uns da für Potenzial verloren geht? Wir müssen unterscheiden. Das eine ist das Asylrecht und das andere ist der Bereich Zuwanderung. Im Asylrecht gilt Gott sei Dank, dass wir den Menschen nicht nach Funktionsfähigkeit bewerten, sondern nach seinem persönlichen Leid und nach der Fragestellung, ist er wirklich verfolgt. Und jeder, der verfolgt ist, muss Asylrecht kriegen, egal ob er arm, alt und krank ist oder ob er einen Beruf ausübt, den wir hier haben. Dann gibt es ja Möglichkeiten für die Menschen, die über den Asylbereich kommen, mit 3+2 und all den Fragen. Und das ist auch wichtig, dass wir schauen, wie können wir die Menschen ausbilden. Die andere Frage, die Berlin ja gerade versucht zu lösen, ist die Frage Zuwanderung. Also wie können wir die Menschen, die wir hier in der Wirtschaft auch brauchen, für uns gewinnen, dass sie hierher kommen. Und da haben wir ja von Blue Card Visum und so weiter. Aber da wird natürlich die Große Koalition in Berlin jetzt ein Gesetz auch bauen, wo es darum geht, SPD, wen wollen wir haben. Die SPD spricht nur ganz klar von Asylbewerbern. Mhm. Und da war meine Frage, werden da die Falschen wieder ausgewiesen? Es darf nicht vermischt werden. Das eine ist das Asylrecht, wo es nicht danach gehen darf, wen braucht eine Gesellschaft, sondern muss es um persönliche Not gehen. Und dann muss man überlegen, was macht man mit denen, die hier schon geduldet sind, die hier sehr lange sind, die eine Ausbildung haben. Aber Ausbildung kann auch manchmal sein, dass es wichtig ist, im Herkunftsland wieder was aufzubauen. Also wir können auch nicht sagen, wir ziehen nur alle ab, die wir gerade brauchen. Das hat mit Sozial auch nichts mehr zu tun. Wenn man das, Herr Markwort, so übernehmen würde, wie das die SPD jetzt fordert, gibt es ein, Ihrer Meinung nach ein falsches Signal in die Welt hinaus? Natürlich. Also das Einwanderungsgesetz ist dringend notwendig, weil wir erstklassige Fachkräfte brauchen. Jetzt gibt es Leute, die hergekommen sind, die sind oft in einfachen Jobs tätig. Gehen Sie mal in die Küche irgendwo in einem Restaurant, Spüler, Teller, Wäsche, Koch, Hilfen und so weiter. Die sind da beschäftigt. Wenn man die nicht ausweisen will, könnte man eine Stichtagsregelung machen. Sagen wir, alle, die jetzt da sind, gilt der Spurwechsel. Wenn man das aber lässt, dann ist das in die Welt hinaus ein Appell, kommt nach Deutschland, egal ob ihr eine Chance habt, als Asylanten anerkannt zu werden oder nicht, ihr werdet dann schon beschäftigt, ihr könnt dann bleiben. Das wäre ein Fehler. Deswegen muss man das mit der Stichtagsregelung abstotten, sonst haben wir einen riesen Anreiz auf Leute in der ganzen Welt, die keine politische Verfolgung erleiden. Wie wollen Sie dieses Argument entschärfen? Das ist ja gar nicht, also ist jetzt nicht sein spezielles Argument von Herrn Markwort, sondern wir diskutieren das ja. Den Spurwechsel, den brauchen wir deswegen, weil wir jetzt Erfahrungen eben machen, dass ja, jemand, der in der Bäckerei in dem arbeitet. Wird nichts von begrenzt oder, doch, oder doch, Stichtag. Na klar. Das wir neue diskutieren ist die Eva Högel. Nee, der ist nicht neu. Die Eva Högel, die bei uns ja in dem Innenausschuss tätig ist im Bundestag, die diskutiert den ja jetzt auch schon seit einer Woche. Das sind unsere Innenexperten. Das muss man sich dann eben genau angucken, wie man es macht. Also der Stichtag ist nicht neu, sondern der ist in unserer Debatte ja mit drinnen. Sozusagen, wie organisiert man diesen Spurwechsel? Aber den Spurwechsel, dass wir den brauchen, da sagen die Unternehmen, der Mittelstand sagt klipp und klar, wir brauchen sie vor allen Dingen auch. Es gibt ja diesen Fall auch kürzlich in Schwabach in einem Altenheim, wo eine junge Asylbewerberin bereits in der Ausbildung ist und das wirklich gut macht und wups muss die gehen plötzlich, wo alle sagen, was ist das denn? Das heißt, wir haben ja einen echten Mangel, Fachkräftemangel, ja. Wo die Unternehmen und auch eben auch Handwerk und so weiter echt sagen, Leute, ihr könnt uns doch jetzt nicht plötzlich die bei uns arbeiten wegnehmen, die brauchen wir.
Und da muss man auch, finde ich, einfach mal ein bisschen Pragmatismus haben und sagen, so, jetzt ein Spurwechsel. Wie man das dann und ob man das mit einem Stichtag macht, das muss man sich dann eben genau angucken. Aber das Prinzip an sich ist gut. Also sind Sie auch bei diesem Stichtag? Auf der anderen Seite, es kommt jetzt eine Demonstration in München auf uns zu, wo also dafür geworben wird, dass man die Schiffe, die im Mittelmeer fahren, unterstützen soll, um eben die Menschen dort vor dem Ertrinken zu retten. Das sind jetzt allerdings sehr unterschiedliche Dinge. Also um bei der Stichtagsfrage zu bleiben, das ist sicher ein zu diskutierender Weg, wie man das lösen könnte. Ich meine, wenn wir doch mal schauen, welche Bedarfe unsere Wirtschaft hat, wenn man mit der Vertretern der Industrie- und Handelskammer beispielsweise spricht hier in Oberbayern, die sagen durch die Bank, sie brauchen dringend Fachkräfte, nicht nur in der Spitzentechnologie, nicht nur Akademiker, sondern auch für Ausbildungsberufe. Und zum Teil, einige davon sind schon im Lande und ihnen droht die Abschiebung. Es gibt dazu auch viele Beispiele aus unserem Stimmkreis im Münchenland. In Unterhaching zum Beispiel gibt es einige, denen die Abschiebung droht, obwohl sie hier eine qualifizierte Tätigkeit ausüben und Deutsch lernen und bereit sind, hier zu bleiben und hier sich einzubringen und dringend von den Unternehmen gebraucht werden. Sonst hätten sie ja den Job nicht. Und stelle aber hier zum Schluss fest, es existiert ein Konsens bei diesem Thema. Also Stichtag ist etwas, wo jeder nickt und sagt, darüber könnten wir reden. Doch schön. Und das ist doch schön, dass wir mit einem Konsens hier schließen können. Ich bedanke mich bei Ihnen. Aber den Spurwechsel brauchen wir nicht, da wird kein Konsens herrschen. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause für Ihr Interesse. Dankeschön. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven.